Ali, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir haben in der letzten Folge endlich die Wolfstrophäe bekommen und konnten uns den geilen Umhang hier herstellen. Ich feiere es sehr, wir haben es endlich. Wir brauchen nicht mehr zwingend die Mets. Denn ohne Mets macht's auch Fets. Wir machen mal kurz das Inventar noch ein bisschen leer. Das Holz kann noch weg. So, ein Met lassen wir trotzdem mal einstecken. Und den Umhang brauchen wir auch nicht mehr. So, jetzt lasst mich mal schauen. Wir haben insgesamt ganze 2 Silber. Das ist natürlich nicht allzu viel. Brutzelt hier drüben noch was? Ja, wir haben hier noch was. Bam, 5 Silber und 7 insgesamt. 2 Kohle drin, 6 Kohle drin, also sind die beiden fertig. Können wir eigentlich auch mal mitnehmen. So. Also haben wir jetzt insgesamt 9 Silber. Was wollten wir denn noch Schönes bauen? Den Torger Reißzahn wollten wir bauen. Der musste auch mit einer Schmiede sein. So. 20 Silber, also 11 Silber brauchen wir noch. Den Rest haben wir alles. Das heißt, wir gehen jetzt mal schön auf Silbersuche. Wenn wir den Reißzahn da noch haben und eventuell auch noch das dritte Drachenei finden, sind wir einfach mal mega schnell durchs Gebirge gekommen. Vor allem mit einem einzigen Gebirgestück, also ein Gebiet. Muss man auch... Ah, nee, stimmt. Schnell zurück. Wir hatten natürlich keine Lebensmittel mehr. Also wir haben noch welche in der Kiste, aber wir haben die nicht einstecken. Das war ja der Grund, warum wir letzte Folge dann abbrechen mussten. Weil uns der Steingolem ein bisschen auf die Pelle gerückt ist. Was ist denn das? Schneit das? So, also, ach Mensch, Moment, ich hatte, jetzt fällt es mir gerade ein, schon vor ein paar Tagen ein Kommentar, dass ich mal nach dem Status meines Bäumchens gucken soll. Es ist weg. Okay, wahrscheinlich zu wenig Platz, nehme ich an. Lasst uns mal ganz schnell den Flug nochmal reinstecken. Also in unsere Tasche natürlich. Nicht dahin, wo ihr denkt. Einmal hier. Und wir nehmen nochmal ein bisschen Samen. Weil anscheinend hat das Ding auch einen Status, wo dann steht zu wenig Platz oder irgendwie so. Wie wir das schon kennen. Und ich habe es nicht gesehen. Danke erstmal für den Tipp an der Stelle. So, Buchenschößling. Bam. So, und das sagt gesund. Mal gucken, wie lange. Wir gucken das nächste Mal wieder. Aber der andere war ja komplett weg. Nehmen wir an, zu wenig Platz. Also für so ein Bäumchen ist das halt auch nicht viel. Dann reißt man notfalls... Ach hier, benötigt mehr Platz zum Wachsen. Also müssten wir das nochmal umbauen. Machen wir aber mal nächste Folge. Ich möchte mit euch jetzt ganz gerne erstmal ins Gebirge. Ja, da müssen wir ja die ganzen Steinplatten auch nochmal anders bauen. Das ist jetzt keine Sache, die wir ganz schnell gelöst haben. So, wir brauchen unbedingt Suppe. Bam, wir brauchen Marmelade. Bam. Und ein paar Würste. Zack, alles rein in den Schlund. Bin jetzt gerade schon wieder mit 34 Leben und ohne Lebensmittel ins Gebirge gegangen. Mann, Mann, Mann. Ich hab's dann aber auch echt nicht anders verdient, als zu sterben. Ich muss da ein bisschen mehr drauf achten, vor allem auch, dass wir vorher die Lebensmittel snacken. Damit sich unser Leben schon mal... Och nein, jetzt hier auf einmal Schneesturmalarm. Ja, damit sich unser Leben auch schon mal ein bisschen nach oben arbeitet. So, Schneesturm ist ziemlich eklig, weil man sieht halt nicht viel, gerade wenn die Wölfe dann kommen. Ah, da ist er doch schon, also kein Wolf, aber so. Ich weiß nicht, Wahnsinn, dass der nicht getroffen hat. Knochenwanst wollte ich jetzt noch nicht unbedingt einsetzen. Brauchen wieder ein bisschen mehr Ausdauer. Aber ein paar Steine hat er uns gegeben, ist auch nett. Ich hätte gern so einen Steingolem zu Hause. Auf unser Zuhause aufpasst. Das wäre doch mal geil. Au, au, au. 30 Schaden bekommen. Na, Ausdauer.
war eigentlich ganz easy. Ja, ist ja gut. Ich wollte jetzt einfach weiter draufhauen, weil jetzt ist er eh tot. 3 Steine gab's, 1 Kristall, nochmal Stein, nochmal Kristall. 4 Kristalle insgesamt. Oh, Drachen. Au, au, au. Wo ist er denn? Ja, geil im Schneesturm. Da sehe ich was. Ah, den muss man... ich habe ihn getroffen. Also im Schneesturm ist schon echt eklig hier im Gebirge. Da müsste man wirklich schon fast überlegen, ob man einfach wieder nach Hause geht. Und wartet, bis das Wetter sich beruhigt. Ach Mann, aber wir doch nicht. Wir sind tapfere Kämpfer. Ich glaube, die haben auch bei dem Drachen die Hitbox etwas größer gemacht. Ähnlich wie bei den Todeskitos. Ja, sonst wäre man natürlich komplett am Verzweifeln, wenn man da millimetergenau treffen müsste. Aber ich würde sagen, wir schlagen uns eigentlich ganz gut. Münchelrute ist ausgerüstet. Wir müssen mal gucken mit den Obsidian, ob wir da früher oder später mal noch ein paar Pfeile herstellen. Habe ich bisher ein bisschen außen vor gelassen. Aber mit dem Torgereiszahn und vielleicht noch Obsidian-Pfeile. Ich glaube, dann sind wir wirklich sehr, sehr geil unterwegs. So, was habe ich gesagt? Wir brauchten 20 Silber, richtig? Und 9 Stück hatten wir. 7 haben wir gerade rausgeholt aus unseren Schmelzöfen. 2 waren noch in der Kiste versteckt. Also, summa summarum, 11 Silber noch. Die wir benötigen. Gucken, sollten wir bestimmt hier rauskriegen. Wir haben jetzt schon wieder 3. Und dann können wir uns endlich den Torga-Reißzahn basteln. Mal gucken, ob wir es diese Folge noch schaffen. Sag mal, wenn die Silberader alles hergibt. Na gut, das Schmelzen dauert noch ein bisschen. Wird wahrscheinlich etwas knapp. Na, dann haben wir einfach mal einen mega geilen Bogen, der jeden Gegner vergiftet, sobald wir ihn abschießen. Egal mit welchem Pfeil. Da freue ich mich so krass drauf. Ich weiß noch nicht, wie stark Vergiftung ist. Aber die Feuerpfeile waren ja auch schon ziemlich, ziemlich mega gut. 5 Silber haben wir. Und ich denke mal, Gift kommt ja erst später im Spiel, also wird das nochmal eine Nummer stärker sein als Feuer. Wenn ich so an unsere Vergiftungen denke, von den guten Schlundis. Und wir sind schon wieder voll, ne? Wahnsinn, wie viel Stein. Wo kommt denn das ganze Stein jetzt her? Lag hier noch so viel Stein? Oder kommt hier einfach bei dieser Silberader so viel Stein mit raus? Die scheint wirklich noch eine ganze Nummer tiefer zu gehen. 9 Stück haben wir schon. Oh Gott, also das ist eigentlich geil. Relativ... Ach, jetzt haben wir wieder ihn, der sich nicht runtertraut. Erstmal am Ohr kratzen, der Kleine. Bam. Also ich muss sagen, das geht mit dem Silber eigentlich echt fix. Weiß halt nicht, wie oft man so eine Ader hier findet, das ist natürlich die andere Frage, aber dafür, dass das die erste war, die wir auch recht schnell gefunden haben, kommt hier halt echt eine ganze Menge an Silber am Ende raus. 11 Stück, wir haben es schon zusammen. Weiß nicht, wollen wir gleich nach Hause? Wird schon fast sagen, ja. Ja, dann kriegen wir es. Ist das noch Silber? Das ist noch Silber. Weil dann kriegen wir es vielleicht noch hin, das wirklich noch geschmolzen zu kriegen in der Folge und uns den Reißzahn noch herzustellen. Das wäre natürlich mega geil. Und dann bin ich wirklich mal mega gespannt. Gott, das wird ja immer schlimmer hier. Wo man jetzt, wo es dunkel ist, mehr sieht, weil die Sonne nicht so oder der Schnee nicht so reflektiert. Ja, dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie ordentlich Schaden der durchbürstet, der gute Torga-Reißzahn. Der sieht vor allem halt auch mega geil aus. Alter, was ist denn hier los? Das hatten wir auch noch nie. War das jetzt der Schnee, der mit durchs Portal kam? Oder warum hat es jetzt kurz danach aufgehört? Weiß nicht genau. Aber sah cool aus. So, dann lasst uns das mal ganz schnell hier reinpacken. Wie viel brauchten wir? Was habe ich gesagt? 11, ne? Also hier ein 6 und das andere... Machen wir 7 rein, dann haben wir auf jeden Fall alle drin.
Bisschen Kohle noch. Ja, auf jeden Fall, die Kohlekiste hier wird auch noch wegkommen, früher oder später. Bin mir halt noch nicht ganz sicher, ob wir das dauerhaft so lassen, dass unsere Schmelzöfen hier so dran stehen. Prinzipiell finde ich es jetzt nicht so verkehrt, aber irgendwie hätte ich es gerne indoor. Ich weiß auch nicht warum. Und dann eventuell auch wirklich ein paar Kisten in der Nähe mit Kohle drin und die ganzen Erze, dass wir das alles auf einem Haufen haben. Erspart uns ein bisschen Laufweg. So, dann lassen wir das mal in Ruhe schmelzen. Ich würde sagen, wir gucken mal kurz, wo unser Steinmetz ist. Hier ist unser Steinmetz. Das heißt, wir können jetzt erstmal kurz hier wieder wegreißen. Ist das Ding noch da? Benötigt mehr Platz. Okay, ist noch da. So. Ist es jetzt zufrieden? Benötigt mehr Platz? Immer noch. Wir können erstmal gucken, kann ich denn hier eigentlich... Wir könnten es prinzipiell kultivieren. Keine Ahnung, ob das was bringt, aber wir kriegen zumindest die Erde weg. Das Gras weg. So, jetzt geht's dem gut. Sieht halt jetzt richtig langweilig aus. Wir könnten halt bloß noch überlegen, ob wir Balken jetzt nochmal mit hier draufpacken. Ich fand das mit dem Stein eigentlich hübsch. Wir müssten das Stein nochmal eins drumherum anheben. Eigentlich hatte mir das gefallen. Wir machen das mal. Einmal weg. Dann bauen wir mal ganz schnell so ein Ding hier hin. Dann können wir die restlichen Steine noch mit aufnehmen. Oder auch nicht. Ganz komplett so. Wenn man die dann gleich überbaut mit den anderen Dingern, nimmt es das halt manchmal nicht auf. Wir haben ja mehrere Stellen. Also bei der Stelle da hinten finde ich es ja cool in dem Steinding. Wir haben es auch noch irgendwo hier, wo es dann die ganze Zeit durchfunkelt. Macht halt nicht so Bock. So, wir wollten so halb hoch. Irgendwie ist das zu weit hier drüben dran. Ah. Nee, irgendwie wird's unschön. Weil wenn ich es so mache, ist es... Einerseits passt es dann nicht mit dem hier. Moment, wir kriegen das schon nach hin. Mal, wenn wir so machen, haut das jetzt ungefähr hin mit der Breite der Steine. Den anderen war nicht perfekt. Mal gucken, dann haben wir hier eine ordentliche Lücke, ne? Ne, das geht auf jeden Fall gar nicht klar. Eigentlich am besten in der Ecke anfangen, oder? So. Haut das dann hin. Zack, zack, zack. Na, jetzt sehen wir es hier nicht. Haut das hin? Ja, ist okay, würde ich sagen. Ist jetzt nicht ganz so hoch die Stufe wie davor, glaube ich. Aber finde ich gar nicht so schlimm. Hauptsache, klein Buche hat genug Platz zum Wachsen. Jetzt haben wir nämlich wieder den Mist. Doch, diesmal hat es geklappt. Okay. Eigentlich ist dieser Holzkreis jetzt, oder ein Kreis ist es nicht, Holzviereck. Gestellgerüst-Dings da gerade völlig Quatsch. Wenn wir es ja eh einbauen, wenn, dann sollte das ja außen drumherum. So. Das passt auf jeden Fall mal, gefällt mir ein bisschen. Vielleicht machen wir jetzt einfach nur noch die Rundholzbalken hier drauf. Und zack. Fällt mir das? Irgendwie hat es mir vorher besser gefallen. Da hatten wir die halt hier drauf, ne? Jetzt noch hier davor legen. Ja, doch, vielleicht so als Umrandung. Nochmal extra zusätzlich. Ja, was ist denn hier los?
Alter Schwede, heute zeigt uns das Spiel wirklich mal, was es an Wetter kann. Erst Schneesturm ohne Ende. Ich muss sagen, es sieht geil aus. Also der Nebel und wie der hier angeleuchtet wird von dem Feuer. Ich finde das mega cool. Aber sehr viel sehen tut man halt leider nicht mehr. Wir kriegen das auch nicht mehr alles. Moment. Packen mal schnell das Stein weg. Können immer noch nicht alles Silber aufnehmen. Verdammt. Dann lasst uns das mal schnell in die Kiste packen. Einmal dort. 19 Stück. Und dann hauen wir uns mal aufs Ohr, dass das Wetter hier hoffentlich ein bisschen besser wird. Und dann haben wir es aber geschafft. Dann schaffen wir den Torger Reißzahn herzustellen. Wir gucken uns dann nochmal hier vorne unser schönes Blümchen an. Oder Bäumchen besser gesagt. Dass wir das noch ein bisschen verschönern. Jetzt hat es auf jeden Fall genug Platz und kann wachsen. Ich dachte halt schon, wie lange soll denn das noch dauern? Ja, gar nichts passiert ist, aber ja, wenn es natürlich keinen Platz hat, kann das auch nichts werden. 367, wir sind schon ein Jahr und zwei Tage auf dem Planeten hier unterwegs. Auf dieser Welt. Und das Wetter ist immer noch beschissen. Oh Mann. Gut, ist egal, dann stellen wir uns jetzt trotz beschissenem Wetter den Torger Reißzahn her. Bam, reicht natürlich nicht, das ist klar. 400 Kilo, 468. Wir brauchen unbedingt diesen Gürtel. Ich will den so gerne haben. Gebirge, Gebirge. 409. Na gut, wenn wir die Kohle noch rauspacken, sollte es langsam passen. Ach nee, 409, nicht 309. Das war dumm. Naja, zwei Silber können wieder weg. 355. Gut, wir schaffen es nicht. Egal, wie viel wir rauspacken. Wird immer zu viel sein. Und wir haben ja noch nicht mal alles. Wir brauchen ja noch... Was brauchten wir noch? Wir brauchten 10 Glibber. Und was brauchten wir noch? Oh, ich habe so Angst, das Silber dort liegen zu lassen. So, sag mal schnell. Torger Reißzahn. 10 uralte Rinde, 2 Hirschfell. 10 uralte Rinde, 2 Hirschfell. Das kriegen wir auch noch zusammen. 10 uralte Rinde. Na, komm schon. 2 Hirschfell. Was ist das eigentlich immer für ein Geräusch? Klingt wie so eine Schlange. Bin mir nicht sicher, was das immer ist. So, wir reparieren das mal. Und jetzt Torger Reißzahn. Wir gucken nochmal. Stechenwert von 47, Gift 5. 41, Blockwert 5. Bam. Und das auf Stufe 1. Wir haben ihn. Ich fasse es nicht. So lange drauf gewartet. Und jetzt guckt euch dieses geile Teil an. Jawohl. Ah, das sieht wirklich mal richtig, richtig klasse aus. So wie es leuchtet. Wir haben es endlich geschafft. Geil, ich freue mich. Probieren wir dann gleich mal aus. Ich will mal kurz gucken, was das Upgrade technisch kostet. Nochmal 10 Silber. Ach, ihr Schweine. Alles andere haben wir. Und dann kriegen wir den auf 50 und 45 hatte der. 47 hatte der. Ja, auf jeden Fall. Geil. So. Du hast genug Platz. Du hast genug Platz. Richtig gefallen tut es mir noch nicht. Das heißt, wir brauchen nochmal Kernholz. Ich überlege, dass wir jetzt aus den Unterholzbalken nochmal drumrum eine Umrandung ziehen. Haben wir noch Kernholz? Ja, ist okay. Dann kriegen wir das jetzt noch hin und dann machen wir erstmal Folgenende. Und probieren den Bogen dann auf jeden Fall. So, das passt natürlich nicht. Wie sollte es anders sein? Oh nee, das passt aber auch gar nicht. Wieso ist denn das jetzt hier tiefer, wenn ich das hier baue, als drüben? Wir haben ja auch noch die hier. Ich hätte das aber ganz gerne eigentlich in der Mitte gehabt. Also, erst so,
dann diesen. Dann schließt der gerade ab und der guckt rüber. Gefällt mir nicht. Entweder gucken beide drüber. Wie sieht denn das dann aus, wenn wir den hier anlegen? Das sieht schon besser aus. Aber sobald ich den dran mache... Nö, hier geht's. Oder? Ne, guckt auch drüber. Aber irgendwie nicht so dolle. Na, wir probieren's mal. Nope. Hä? Nein! Mach doch mal jetzt! Was soll der Quatsch? Komm schon. Kriege ich jetzt nicht mehr so richtig da dran gelegt. Jetzt? Ja, jetzt. Zack. Jetzt kriegen wir das hier nicht mehr ran. Ohne, dass es irgendwie komisch aussieht. Ach, verdammt. Obwohl... Ah, doch, es hätte mir schon so besser gefallen. Möchte ich nicht unbedingt aufgeben, aber irgendwie liegen die hier teilweise komisch übereinander. Hier genauso. Er muss halt eigentlich daran. Aber er snappt da nicht so richtig ein. Hm. Genauso wie hier, ne? Ja. Ich den Moment jetzt so. Ja, besser. Vielleicht kriegen wir es noch hin. Wir müssen mal ein, zwei Überminuten machen, aber ich möchte jetzt auch nicht hier zwischendrin abbrechen. So. Und dann jetzt den ganzen Spaß nochmal hier. Komm, geh weg. So, und jetzt nochmal so. Perfekt. Ja, gefällt mir besser. Auf jeden Fall. Sehr cool. Mal gucken, ob wir das hier so lassen, hier oben drauf. Ich will mal gucken, wenn das Bäumchen dann ausgewachsen ist, wie das aussieht. Oder ob wir da noch irgendwie kleine Verzierungen mit hinbauen. Mal hier noch so einen Zaun drumherum. Jeder Seite. Ah, weiß nicht. Mal gucken. Vielleicht auch komplett so einen Zaun. Wir lassen das Bäumchen erstmal wachsen und gucken dann mal, wie es aussieht. Hey, wir haben es geschafft. Torger Reißzahn ist da. Wir holen uns jetzt nächste Folge noch ein bisschen Silber, um den abzugraden. Gucken mal, dass wir das dritte Ei finden. Und ja, mal gucken, wie weit unsere Buche dann gewachsen ist. Morgen geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.